Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich mache in letzter Zeit viele Videos. Wenn ich Zeit habe, ist es ja okay. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe zu wenig Zeit, dann mache ich natürlich eh weniger. Diesmal eigentlich nur ganz kurze drei Punkte. Der erste ist, ich wollte hier meinen Adventkalender herzeigen. Das ist so einer, wo man jeden Tag rubbeln kann. Ja, jeden Tag rubbeln kann und dann am 24. erfährt man, ob man hier 2, 3, 5, 10, 50, 500.000, 5.000 oder 75.000 Euro gewonnen hat. Manchmal rubbel ich alle auf einmal auf, aber vielleicht bin ich diesmal etwas disziplinierter. Gut, der zweite Punkt ist, für euch habe ich mir auch einen Adventskalender überlegt. Also Adventkalender oder Adventskalender, je nachdem wie man das sagen mag. Aber ich habe nicht mehr viel Zeit, aber ich werde mir noch was überlegen, dass ich hier vielleicht auch dann was Lustiges machen kann. So jeden Tag ein ganz kurzes Video oder irgend sowas. Gut, ja, und dann der dritte Punkt, der eigentlich auch schon der längste dann sein wird, ich will dieses Wild Dragon Energy Getränk hier verkosten. Ja, gibt nicht sonderlich viel dazu zu sagen. Wie gesagt, relativ interessant, dass das hier in einer arabischen Schriftart oder wie auch immer draufsteht. Gut, ja. Ja. Hat eigentlich sehr große Ähnlichkeit mit Red Bull. Riecht ungefähr genauso. Schaut ungefähr genauso aus. Schmeckt ungefähr genauso. Es ist zwar schon relativ lang nicht, aber etwas länger her, dass ich das letzte Red Bull getrunken habe, weil ich ja meistens irgendwelche anderen Produkte trinke, eben solche nachgemachten oder Konkurrenz oder sonstige Artikel hier trinke, aber gut, ich mache mich jetzt auf den Weg, hier den Adventkalender für euch vorzubereiten und ja, hoffe euch haben die vorherigen Videos oder die vorangegangenen Videos auch gefallen. Ja, wie gesagt, also ich werde dann halt schauen, dass sich es wieder so aufs Normale einpendelt, vielleicht so 3 Videos pro Woche, 4 Videos pro Woche, wenn es halt mehr wird, ich meine, ja, wenn ich das Gefühl habe, dass es passt, dann ist es ja okay. Gut, ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen 1. Dezember, der dann morgen schon kommt, wenn ich mich nicht verrechnet und verschaut habe. Und ja, bis bald, Pöli out.